Ja, Sie werden sich sicher auch schon Ihren Teil gedacht haben, wo Sie mich gesehen haben. Rocker, böse, kommt irgendwas. Dementsprechend wollen wir das mal ein bisschen aufarbeiten. Ich könnte es theoretisch auch kurz machen und sagen, ersetzen Sie einfach Film mit Musik oder mit Rockmusik von vorhin und wir sind durch. Also da sind wir auf sehr ähnlichen Ebenen. Da ich aber dann doch Soziologe bin, schauen wir uns das Thema natürlich ein bisschen aus anderen Perspektiven auch noch an, wie Rockmusik böse Bösartigkeiten inszeniert, anhand verschiedener Aspekte, die ich aufmachen will. Und da ich Soziologe bin, schaue ich natürlich ein bisschen aus einer anderen Perspektive als der rein ästhetischen auf das ganze Thema. Wir fangen erstmal damit an, kurz mal die Vorurteile des Bösen in der Rockmusik darzustellen. Ich denke, jeder von Ihnen hat auch seine eigenen Vorurteile gegenüber Rockmusik, auch wenn Sie es vielleicht vor sich selbst leugnen als objektive Wissenschaftler. Aber man kommt nicht aus, gewisse Zuschreibungen zu Rockmusik zu machen. Ob die begründet sind oder nicht, sehen wir dann spätestens bei den Inszenierungen des Bösen in der Rockmusik. Um uns dann die Frage zu stellen, was sind eigentlich die Funktionen des Bösen in der Rockmusik? Die Rezeption des Bösen ist natürlich, da sind wir auch dann schon bei diesem Thema, was beim Film auch schon angeschnitten war, wo sind die gesellschaftlichen Grenzen, wie funktioniert das Böse dann in der Gesellschaft, wenn es von der Rockmusik kommt, und zum Schluss ein paar Urteile respektive Thesen über das Böse, was wir in der Rockmusik finden, respektive das scheinbar Böse, möchte ich eigentlich vorwegnehmen. Vorurteile, denke ich, sind Ihnen bekannt. Ich habe jetzt mal die drei rausgesucht, die man gängigerweise hat und die auch am meisten in die Richtung gehen, dass wir überhaupt von dem Bösen in der Rockmusik reden. Das klassische Vorurteil, Rockmusik macht aggressiv. Sie kennen sicher Bilder von Wacken, von diversen Rock-Open-Airs, wo man unten so ein Moshpit hat, sich Leute scheinbar gegenseitig nur noch irgendwie zusammentreten und so weiter, muss man sagen, stimmt. Rein körperlich, aber es hat mit Böse nichts zu tun, sondern es verläuft schon nach bestimmten Regeln und es gibt auch relativ selten Verletzte dazu. Und wenn Sie auch schwanger auf ein Rockfestival fahren, es wird Ihnen nichts passieren. Es ist kein Mensch aggressiv beim Festival. Aber das Vorurteil erstmal, diese Aggression, diese Aggressivität, inszeniert durch solche Bilder, wie man sie vom Publikum kennt, in Kombination mit Musik, bringt natürlich sehr schnell dieses Vorurteil erstmal hoch, dass das was mit Aggression zu tun hat. Kommt vielleicht auch daher, dass man Rockmusik und Rockmusiker, Rockmusikfans sehr leicht auch mit Rockern verbindet, sprich den klassischen Harley-Davidson-Rockern, die jetzt ja vielleicht auch nicht so das beste Image in der Gesellschaft haben, obwohl eigentlich Bereiche nicht zwingend was miteinander zu tun haben müssen. Also nicht jeder Rocker oder Rockmusikfan fährt auch Harley. Also ich habe nicht mal einen Motorradführerschein. Dementsprechend ist die Trennung immer schon aufzumachen. Aber das Bild, das Image, das wir erstmal vielleicht über Rockmusiker haben, kommt natürlich auch daher. Aber seien Sie versichert, wenn Sie das als Aufklärungsteil von heute schon mal mitnehmen, Rocker sind nicht aggressiv. Punkt. Zweites Vorurteil, Rocker sind natürlich kriminell. Rockmusik macht kriminell. Auch das ist ein ganz beliebtes Vorurteil. Sie kennen das mit Sicherheit auch aus der gesellschaftlichen Debatte über solche Filme wie Bowling for Columbine, wo nach jedem Attentat oder Massaker an Schulen erstmal der CD-Schrank des Täters durchwühlt wird und sich erst immer herausgestellt hat, oh Gott, der hat Marilyn Manson gehört, der hat Metallica gehört, ergo Musik macht kriminell, aggressiv, böse. Aber auch das ist natürlich nur ein Vorurteil. Sie werden später auch noch sehen, warum. Damit verbunden immer dieses Thema, die schauen ja alle immer so zwider. Das ist alles so aggressiv, das ist humorlos, das hat immer so was von Kampf, von so einer Verbissenheit, die Rockmusiker oder Rockmusikfans ausstrahlen. Und auch das ist natürlich nur ein Vorurteil, das nicht stimmt, aber zu diesem Bild des Bösen natürlich dazugehört. Wenn Sie sich das klassische Auftaktkonzert beim Wacken Open Air anschauen, wo dann 70.000 Heavy Metal Fans zu Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Wacken tanzen, dann sieht man, das hat mit Aggressivität, mit Humorlosigkeit gar nichts mehr zu tun. Da wird geschunkelt und es gibt mit Sicherheit kein Musikgenre, das sich weniger ernst nimmt als die Rockmusik. Dementsprechend auch diese Einstellung, die Humorlosigkeit und damit verbunden dieses ja, verbissene, kämpfende, gehässige,
ist auch einfach nur ein Vorurteil. Aber wie gesagt, diese Bilder sind natürlich erstmal in der Gesellschaft da. Damit verbunden immer auch die Frage, ja, die nehmen ja alle Drogen, so wie die aussehen. Auch den Spruch kennt man sehr häufig als Rockmusikfan. In der Tat wird natürlich sehr stark zum Drogenkonsum aufgerufen in der Rockmusikszene. Allerdings nur Alkohol. Also andere Drogen werden Sie beim Festival oder auch bei Konzerten nicht finden. Wenn, dann bleibt es beim Bier. Aber dass jetzt alle irgendwie an der Nadel hängen, ist natürlich einfach ein Schmarrn. Dementsprechend auch ein Vorurteil, das sich nicht wirklich, oder nicht ansatzweise bestätigt. Aber auch tatsächlich gesellschaftlich verbreitet ist und mit dem man sich ab und zu auch herumschlagen muss. Der Klassiker, seit es Rockmusik ab Ende, sagen wir mal Ende der 60er gibt, das sind alles Satanisten, die schlachten nachts Katzen auf Friedhöfen und essen kleine Kinder auf, all das kennt man natürlich, provoziert von der Heavy-Metal-Szene natürlich immer auch durch quasi den Metal-Gruß, in anderen Kreisen das Teufelshörnchen oder der Satansgruß. Auch das ein gängiges Vorteil und Satanismus, wir haben es vorhin auch im Film ja schon gehört, der Teufel ist so als das Sinnbild des Bösen natürlich immer präsent und man spielt natürlich auch ein bisschen mit diesem Image. Aber also ich bin jetzt, glaube ich, 20 Jahre lang in der Rockmusikszene unterwegs. Ich kenne keinen einzigen Satanisten. Ich habe noch nie nachts ein Hühnchen geschlachtet oder sowas. Also auch das ist einfach nur ein Vorurteil, das aber einfach in der gesellschaftlichen Wahrnehmung noch sehr präsent ist. Und wenn selbst Papst Franziskus schon so macht, dann gehe ich davon aus, dass wir auch frei von Satanismus sind. Aber diese Vorurteile sind nun mal da und unterlegen oder unterstreichen erstmal, da muss irgendwas Böses sein in dieser Musik, sonst wären diese Vorurteile natürlich nicht da. Und dementsprechend gilt es natürlich soziologisch herauszufinden, naja, wofür gründen sich eigentlich genau diese Vorurteile? Warum hat man diese Bilder im Kopf, wenn man an Heavy Metal denkt, wenn man an Rockmusiker denkt? Warum ist dieses Image der bösen Musik einfach in der Gesellschaft präsent? Und genau dem wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Ein paar Grundannahmen dazu. Ganz klar, wenn wir von den bösen Inszenierungen in der Rockmusik reden, dann liegt das daran, dass wir einfach erstmal völlig verschiedene Faktoren haben, an was man das Böse überhaupt identifiziert. Bei den einen ist es vielleicht das Aussehen, bei den anderen die Texte, bei vielen reicht allein die Musik, dieses Geschrei, diese Härte, diese Lautstärke. Dementsprechend analytisch müssen wir uns erstmal völlig verschiedenen Feldern zuwenden, an denen sichtbar wird, was vielleicht das Böse in der Rockmusik sein kann. Damit verbunden, wie werden diese Faktoren eigentlich inszeniert? Das ist dann ähnlich wie bei der Filmanalyse. Dinge sind nicht per se böse. Auch erst der Kontext macht letztendlich das Böse. Und wir bezeichnen natürlich Dinge auch nur als böse. Ich denke, das ist relativ klar zu sagen, dass Rockmusik nicht per se böse ist, sondern dass wir natürlich hier auch immer von Zuschreibungen reden. Und böse sind die Dinge dann, wenn sie als solche bezeichnet werden. Aber es gilt natürlich, sich ein bisschen genauer anzuschauen, ja, warum werden sie eigentlich dann als böse bezeichnet? Was genau konstituiert dieses Bild des Bösen? Und die Folge ist natürlich, wir haben erstmal immer, wenn wir von Rockmusik reden, dass das Böse eine reine Zuschreibung auch in bestimmten Diskursformationen ist. Das heißt, wenn die Metal-Szene unter sich über die Rockmusik oder über Bands redet, dann wird da kein Mensch sagen, oh Gott, wir sind so böse und jetzt haben wir da wieder böse Lieder produziert. Es ist dann schon eher eine Zuschreibung von außen, sprich ein beobachtender Diskurs, vielleicht ein externer Diskurs, der Feuilletonistendiskurs, der vielleicht die Böse oder die Bösartigkeit in der Rockmusik sehen will. Aber es ist natürlich unter den Fans viel weniger das Thema. Dementsprechend haben wir natürlich immer erstmal diesen Akt der Zuschreibung. Und Folge 2, da wird es dann für mich als Soziologe am spannendsten, und das ist auch die Perspektive, die ich eigentlich einnehme, dass sich das Böse immer in der Vernetzung erstmal zeigt. Die Sprache allein, der Text allein, die Musik, die Performance der Bands macht nicht was Böses. Es muss schon eigentlich eine Art von Kombination sein, wie wir dann später auch sehen werden. Und dementsprechend ist mein Blick immer, wenn man das jetzt mal methodologisch noch kurz anreißen will, der Akteur-Netzwerk-Blick, sprich die Frage, in welcher Form der Aktanten generiert sich das Böse, welche Dinge, Emotionen, Zuschreibungen, sprachliche Konstruktionen führen eigentlich dazu, dass wir was als Böse in der Rockmusik identifizieren. Und die Frage eben auch, wie kann man die Inszenierung anhand dieses Zusammenspiels von Faktoren eigentlich interpretieren?
Und das ist durchaus dann ein bisschen eine sehr differenzierte Analyse. Und ich werde ein bisschen einen kleinen Überblick geben, was man genau an verschiedenen Netzwerken der Inszenierung sich dabei genauer anschauen kann, um vielleicht dann auf das Böse in der Rockmusik zu kommen. Und ganz klar ist erstmal der Hauptaspekt, warum wir von böser Rockmusik reden, sind natürlich die Texte. Sofern man sie natürlich versteht, das ist ja bei Rockmusik auch nicht schon immer ganz klar, dass man die Texte hört. Man muss sie oft auch erst lesen. Und wenn man sie liest, wirken sie teilweise noch viel schlimmer, als wenn man sie hört. Aber was beinhalten die Texte der Rockmusik? Und ich würde mal sagen, das, was ich abbilde, betrifft 90% der Texte. Wir werden erstmal sehr stark mit individueller Gewalt konfrontiert. Also Gewalt gegen sich selbst, Gewalt gegen andere. Alles, was auf einer individuellen Ebene der Emotionen, der Triebhaftigkeit passiert, wenn man es mit Nietzsche sagen will, das allzu Menschliche wird letztendlich vielleicht thematisiert oder umgekehrt das Unmenschliche, sprich Perversion, Aggression. All diese Themen, die wir jetzt beispielsweise im Schlager nicht ansatzweise hören, finden wir natürlich in der Rockmusik sehr stark thematisiert. Die Auseinandersetzung mit dem Triebhaftigen, und vielleicht sind wir da auch schon nochmal bei den Philosophen von gestern, wenn man immer den Dualismus aufmacht, Emotion versus Ratio, dass eben die Rockmusik sich so eher sehr stark auf die Emotion und weniger vielleicht auf die reine Vernunft und das Vernünftige bezieht, sondern eher genau diese Triebhaftigkeiten des Menschen, sprich das eigentlich ja philosophisch traditionell Schlechte thematisiert, eines der hauptthematischen Felder, das wir in der Rockmusik finden. Zweiter Punkt, ich habe das soziale Gewalt mal genannt und impliziert letztendlich alles, was wir an sozialen Strukturen und so weiter haben. Unterdrückung von Freiheiten, von Minderheiten, Diskriminierungen, Macht der Medien, Umweltzerstörungen, all diese Formen, die wir natürlich an Gesellschaft kritisieren, sind eine der Hauptthemen in der Rockmusik. Also sprich permanent nur Themen, wo es in irgendeiner Weise um Zerstörung geht, wo es um Machtmissbrauch geht. All das finden wir in der Rockmusik sehr stark thematisiert, meistens als Kritik an solchen Strukturen natürlich, aber es wird erstmal genauso thematisiert, damit verbunden politische Gewalt, Rassismus, Extremismus, Krieg, ein Riesenthema, gerade im besonderen Bereich im Heavy Metal. All das auch jetzt nicht Themen, wo man sich abends mal schön hinsetzt und entspannen kann, sondern die einfach durchaus einen mit Themen konfrontieren, die jetzt nicht die angenehmsten sind. Religiöse Gewalt, insbesondere in linkeren Bereichen wie der Punkmusik, ein Riesenthema, der Machtmissbrauch durch Kirche, die Dogmatisierung, überhaupt Macht von Religion auf den einzelnen Menschen, im Sinne von Gehirnwäsche, im Sinne von Abhängigkeit, all das ein Bereich, den Rockmusik sehr stark thematisiert. Und zuletzt natürlich Drogenmissbrauch und individuell existenzielle Themen. Sie werden kaum eine andere Musikrichtung finden, die sich so stark mit Tod, mit Leid, mit Sterben, mit Krankheit beschäftigt. Und wenn man sich das ganze Paket anschaut, dann sind wir bei ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, 95% aller Texte, die wir in der Rockmusik haben. Und dass das jetzt nicht unbedingt Textarten oder Themen sind, bei denen man fröhlich eine Flasche Sekt aufmacht, ist klar. Und dass das natürlich das Bild unterstreicht, naja, die verstehen ja keinen Spaß, weil sie sich ja natürlich ständig mit solchen Themen beschäftigen und einfach nur das Böse auch in einer Form thematisieren, weil natürlich diese ganzen Themen in gewisser Weise sehr stark mit bösen Bösartigkeiten verbunden sind, rundet das Bild natürlich allein auf der textuellen Ebene schon erstmal ab. Die natürlich dieses Bild immer noch weiter verstärkt, dass man von böser Rockmusik redet. Warum? Weil sie erstmal böse Themen thematisiert. Macht die ganze Sache nicht leichter. Dazu kommt natürlich, wenn man von der textuellen Ebene weggeht, auf die performative Ebene von Bands, Gestaltung von Covers. Sie kennen klassische Heavy-Metal-Cover, Rockmusik-Cover. Wir haben einerseits diese Struktur, dass man immer irgendwelche Monster, Aliens, meistens in Form von Skeletten, Totenköpfen und so weiter hat. Immer wüst dargestellt, meistens mit Waffen oder auf einer anderen Ebene vielleicht mythische Gestalten, Krieger, Soldaten, auch meistens mit irgendwelchen Waffen dabei, eventuell auch im Schlachtfeld stehen, so jetzt bei dem Cover sehr schön dargestellt. Das, denke ich mal, ist so der Großteil der Heavy-Metal-Covers, das wir finden. Also auch dieses Spiel mit mystischen, mit Todesgestalten, die das Ganze ein bisschen versinnbildlichen sollen.
Andere Dinge wäre hier, wir hatten es gerade mit Kindern, aufgehängte Kinder an der Wäscheleine ist jetzt auch kein Bild, was unbedingt zu Freudensprüngen einlädt. Oder hier bei Rammstein diese Szene, wie eine nackte Frau geschlachtet wird. Auch jetzt nicht unbedingt ein Bild, das großartige Fröhlichkeit ausdrückt, sondern eher schon auf die bösartigen Triebe des Menschen verweist. Aber eben solche Szenen, szenistische Darstellungen von Töten, von Körpermissbrauch sind sehr beliebte Motive bei Rockmusik. Totenköpfe in jeder Form sind natürlich in der ganzen Rockmusikszene permanent präsent. Funktionalität der Totenköpfe wäre nochmal ein Thema für sich, aber das gibt es natürlich überall. Oder auch solche Szenen, dass sich der meistens der Frontsänger oder der Gitarrist in irgend so einer Kampfpose, wenn man so will, auch inszeniert, dass man so diese Aggressivität schon der Bühnendarstellung in gewisser Weise auf dem Cover zeigt. Auch das ist ein sehr beliebtes visuelles Stilmittel allein, um die CD an den Mann zu bringen, Aufmerksamkeit damit auch zu generieren. Aber eben auch Darstellung von Themen, die jetzt nicht per se eine Blumenwiese und ein fröhliches Kind oder sowas zeigen, sondern die per se schon die bösen Themen visuell umsetzen. Damit verbunden natürlich Bühnenshows. Jeder, der mal bei einer Rammstein-Bühnenshow war, wird sehen, naja, da wird jetzt auch nicht gerade mit Konfetti geworfen, sondern mit anderen Dingen. Hier hat man Ausschnitt von einer Iron Maiden Show, ein relativ beliebtes Stilmittel, das man bei Bühnenshows finden, dass eben im Hintergrund auch irgendwelche Monster, Kampfszenen, Schlachten, Blutspritzen etc. gezeigt wird. Sehr oft sind diese Aufbauten, gerade bei den großen Bühnen, auch im Sinn von Schlachtfeldern, von Kriegsschiffen, all das wird da sehr stark inszeniert. Wenn man sich zum Beispiel eine Metallica-Show annimmt, kommen vor manchem Lied erstmal 5 Minuten Feuerwerk, Kanonenschläge und so weiter, um ein Kriegsthema einzuführen. Bei Rammstein gibt es dann mal diese eine Szene, wo der Keyboarder scheinbar geschlachtet wird und in den Kochtopf geschmissen wird. Bei AC/DC haben wir permanent den großen Teufel und Kanonenschläge, die bei verschiedenen Liedern einsetzen. Das Ganze natürlich visuell immer untermalt. Sehr gern wie Marilyn Manson hier auch mit einer richtigen Shotgun auf der Bühne, wo er dann auf irgendwen oder irgendwas zielt. Gerade auch Rammstein, diese Feuershow, das Verbrennen von Dingen, das Zerstören von Dingen, ein traditionelles Show-Element bei zahlreichen Heavy-Metal-Bands, also dieses Image, man muss auf der Bühne irgendwas kaputt schlagen, denke ich, hat auch jeder schon mal gesehen. Gerade bei Marilyn Manson, der hat das in den 90ern schon fast als Kunstform gemacht, wie er eigentlich bei jedem Konzert seine Bühne kaputtgeschlagen hat. Hat sich irgendwie dann auch so etabliert, wurde auch von vielen anderen Bands unternommen, also gerade auch der Bereich Feuer, ein Riesenthema. Es gibt eigentlich kaum eine Rockband, die nicht irgendwo auch Pyrotechnik einsetzt, um irgendwie das Verderben, das Verbrennen in einer gewissen Weise zu illustrieren. Also auch das natürlich alles ästhetische Mittel, wenn man so will, die jetzt nicht auf großartige Fröhlichkeit, sondern immer schon auf Zerstörung, auf Destruktivität, auf Kampf, auf Krieg ausgelegt sind, was das ganze Image oder die Inszenierung des Bösen natürlich noch herrlich untermalt, je nachdem, wie gut das auch durchgesetzt wird. Dazu kommt natürlich die Namensgebung von vielen Bands, wenn sie sich sowas wie Manowar anschauen, Man of War. Böse Onkels tragen es natürlich schon im Namen. Black Sabbath, auch jetzt relativ eindeutig. Rammstein steht ja eigentlich als Symbol für das schlimme Flugzeugunglück auf der Airbase Rammstein. Daher hat natürlich Rammstein den Namen. Also man bedient sich in der Flugzeugkatastrophe mit vielen Toten. Andere wären sowas wie, was haben wir denn beispielsweise? Children of Bodom. In Flames, Arch Enemy, Amon Amarth ist, glaube ich, eine mythologische nordische Aussage, die auch zum Krieg geht. Lamb of God, Rise Against. All diese nicht nur visuellen Darstellungen der Namen, auch die Namensgebungen selber. Iron Maiden, auch ein Klassiker natürlich, verweisen jetzt auch schon in ihrer Namensgebung oft auf ein aggressives Thema, auf ein gesellschaftlich böses Feld, wenn man so will. Testament, sprich Todessehnsucht oder auch der Tod, den man thematisiert. All diese Namen schreien jetzt nicht unbedingt so im Vergleich zu Kastelruther Spatzen nach einer Romantik, sondern eher schon nach relativ harten Themen, nach bösen Themen. Das im Zusammenspiel mit Show, mit Text, mit natürlich der musikalischen Darstellung macht dieses Bild des Bösen natürlich immer noch plastischer.
Dazu kommt das Auftreten. Auch das kennen Sie vielleicht, wie manche Bands sich inszenieren. Slipknot wären momentan oder seit ein paar Jahren eine der Bands, die permanent mit Horrormasken auftritt, in verschiedenen Formen, meistens aus irgendwelchen Horrorfilmen angelehnt, diese Masken. Sieht jetzt auch nicht so aus, wie wenn man sich zum Kindergeburtstag einladen will. Also dieses martialische Auftreten, bösartige Masken, Horrormasken, auch oft mythologische Masken. Sie kennen es bei klassischen Heavy-Metal-Bands, alle in Schwarz, alle mit langen Haaren, meistens irgendwie grimmig reinschauend. Viele sind jetzt ja auch rein von der Statur nicht unbedingt der Magersucht entsprungen, sondern eher schon solche Mannsbilder. Das performt man natürlich auch gern. Tattoos gehören mittlerweile natürlich überall dazu, allerdings nicht immer nur auf Rockmusik beschränkt, sondern überall. Oder hier auch bei dem Bild von Freiwild, man hat immer auf so Fotos von Bands und auf Darstellungen immer diesen unglaublich aggressiven Blick, diese Härte, diese Unnahbarkeit, eine gewisse Distanz und Kälte, auch so eine Art Verachtung des anderen gegenüber, die jetzt natürlich auch durchaus auf so einen bösen Charakter hinweisen können. Wir haben es vorhin bei den Filmbösewichten gehabt. Wenn einer schon mit Namen im Gesicht und so daherkommt, dann ist er vermutlich auch irgendwie der Bösewicht. Und Bands machen das natürlich sehr gerne in ihrem Auftreten, dass sie mit diesem Image letztendlich natürlich auch spielen und diese Bösartigkeit oder scheinbare Bösartigkeit natürlich immer rein durch ihr Auftreten auch inszenieren. Fankultur ist natürlich dasselbe. Fans adaptieren das Ganze ja sehr stark. Diese Aufkleber sehen Sie sehr häufig auf irgendwelchen Autos hinten drauf, immer diese Identifikation mit dem Wacken-Festival. Die Identifikation mit der Marke kommt natürlich hinzu. Und was Sie natürlich bei ganz vielen Fans von Bands immer haben, ist natürlich der ganz klassische T-Shirt-Kult. Ich habe es Ihnen natürlich vorher nicht gezeigt, aber sämtliche Metal-Klamotten sind natürlich immer schwarz. Es gibt kaum bunte Metal-Shirts. Wir haben immer irgendwie Monster, Tod, irgendwelche Dinge drauf. Damit verbunden Nietenarmbänder, Totenköpfe, Leder, in dem Fall auch Patronen mit drauf, irgendwelche schwarzen Schmuckgegenstände, Ketten, Kreuze mit Totenköpfen. All das sind natürlich im Bereich der Fankultur die Medien oder die Stilmittel, mit denen man natürlich auch dieses Image des Bösen, des Unnahbaren, viel stärker noch inszenieren kann. Also mit Sicherheit haben Sie schon ab und zu gedacht, wenn irgendwie drei, vier so Mettler entgegenkommen, die dann vielleicht alle so angezogen waren. Lange Haare gehören natürlich bei vielen immer noch dazu, bei neueren Mettlern nicht mehr, die haben jetzt kurze Haare. Aber dann werden Sie auch gedacht haben, wenn die da alle daherkommen, oft noch mit Lederjacke und so weiter und so fort, das sind jetzt sicher nicht die friedlichsten Zeitgenossen. Mit Sicherheit hat noch der eine oder andere ein Bier dabei gehabt. Dementsprechend im Bereich der Fankultur, im Ausleben der Fanliebe finden wir natürlich dieses Spiel mit diesen Arten oder der Inszenierung sehr stark. Damit verbunden natürlich, und Bands wissen das, wie sie dieses Image vermarkten müssen, dass man damit natürlich richtig Kasse machen kann. Das wäre ein eigener Vortrag, wenn wir über die Vermarktungsstrategien von Heavy Metal reden, wo natürlich das böse Image permanent dargestellt wird. Das fängt bei den Kleinsten an. Also wer sein Kind schon quasi in der Wiege und im Kindergarten als das Bad Child inszenieren will, der nimmt sich irgendwie den Motorhead-Strampelanzug oder einen ganzen Roses-Strampelanzug und dann ist das Kleine quasi schon in der Wiege der Bad Boy, wenn man so will. Für ältere Generationen, die schon eher an das Jenseits denken, gibt es die eigene Sarg-Edition von der Band Kiss zum Beispiel. Auch so ein Artikel, der jetzt nicht unbedingt darauf verweist, dass so eine Band was Fröhliches haben kann, sondern wo man auch allein durch solche Darstellungen, durch solche Marketingartikel natürlich zeigt, naja, wir wollen uns schon irgendwie von Helene Fischer abgrenzen. Also auch das Spiel hier tatsächlich mit Tod und dieser brutale Fankult, der da eigentlich ja inszeniert wird, dieser Sarg kostet, glaube ich, $3.500, also muss man sich auch leisten können, wenn man mit Kiss ins Jenseits will. Aber das gehört dann natürlich zu diesem ganzen Spiel mit diesem bösen Image dazu und lässt natürlich gerade im Bereich des Marketing extrem viel zu, wenn man sich diverse Kataloge anschaut.
Was folgt daraus? Wir haben jetzt erstmal so einen Berg an Arten von Inszenierung. Was da jetzt natürlich gar nicht mit drin ist, das ist die Musik selbst. Wenn wir auf Rockmusikklänge gehen, wenn wir auf Heavy Metal gehen, wenn wir auf die Art der Musikinszenierung gehen. Da ich kein Musikwissenschaftler bin, blende ich das jetzt mal aus. Sie kennen Heavy Metal in gewisser Weise, vermute ich mal. Und natürlich wird der Bereich der Klang oder der Klanginszenierungen, der schnellen Riffs, des Geschreis, auch im Gesang, wo man ja sehr oft eigentlich nicht die Texte versteht, spielt natürlich noch hinzu. Das rundet letztendlich die ganze Inszenierung ab. Aber das, was wir einfach auch so an anderen Faktoren beobachten können, außerhalb der Musik, rundet natürlich dieses Bild von diesem bösen Image letztendlich erst ab, weil die Musik selber ist es nicht. Es wird manchen ins Herz treffen, aber sehr oft wird sowas wie Rammstein rein musikalisch auch mit Wagner verglichen. Wenn Sie sehen, dass Heavy Metal und Black Metal mittlerweile im oberen Kulturbereich angekommen sind, Arte rühmt sich damit, dass sie Heavy Metal Konzerte live übertragen, ja, weil es quasi eine neue Kultur ist, dann geht natürlich ein bisschen der Verdacht, dass es jetzt an der Musik auch selber liegt, des Bösen weg. Und die Musik selber ist es auch nicht. Also wenn ich da, sagen wir mal, auch als Kronzeugin meine Mutter nehme, die hört unglaublich gern Metallica, wenn es Geschrei nicht wäre. Also die Melodien selber, die Gitarren, das Schlagzeug, das ist oft quasi erträglich, geht tatsächlich ja oft schon ein bisschen in eine klassische Richtung, aber hat natürlich ohne das Geschrei, den Gesang, bei Weitem nicht diese Härte oder auch vielleicht dieses eben böse Image, als es es ohne hat. Deswegen ist auch diese Kombination Klassik Heavy Metal oft gar nicht weit weg und sehr viele Heavy Metal Musiker hören permanent Klassik, um sich davon inspirieren zu lassen. Dementsprechend habe ich den Bereich weggelassen. Das wäre wahrscheinlich der Bereich gewesen, den die Frau Fricke gemacht hätte. Kann man auch darüber reden, ob es per se böse Musikklänge gibt, wie es vielleicht dasselbe auch im Film gibt. Gibt es per se böse Filmelemente? Ich würde sagen, nein, aber das wäre so eine Frage zur Diskussion, ob Musik allein qua des Klangs etwas Böses an sich haben kann. Können wir gerne nachher diskutieren. Die Frage ist natürlich jetzt immer für Soziologen, naja, was bringt das eigentlich, wenn man dieses ganze Bösartige so inszeniert? Welche Wirkweisen hat das Ganze für wen und warum? Und da sind wir natürlich ganz klar erstmal im Bereich Identifikation und Selbstdarstellung. Also wenn man sich auch überlegt, woher Rockmusik kommt, gegen was man sich vielleicht für andere Genres auch abgrenzen musste, dann zeigt man natürlich qua seines Rockerseins durchaus ein gewisses Statement, was man sein will. Jeder, der sich natürlich auch, sei es als Band oder als Fan, dementsprechend kleidet, weiß ja, worauf er sich einlässt. Also er begibt sich ja gerne auch in diese Schiene der Vorurteile. Dementsprechend ist dieses Image des irgendwie Bösen, des Outlaws, des gegen die Gesellschaft Stehenden natürlich erstmal ein ganz großes Element auf der personalen Ebene, diese Identifikation und Selbstdarstellung. Weil man muss auch ganz klar sagen, oft ist dieses Bild von Musikern, dass sie produzieren, Selbstdarstellung. Also wenn man sich so eine Band wie Rammstein nimmt, die sagen ganz klar, naja, wenn wir auf der Bühne sind, wenn wir Interviews geben, dann spielen wir da Theater. Das sind nicht wir, sondern das ist halt unser Job, Rammstein zu sein. Und das ist natürlich durchaus dann im Bereich der Selbstdarstellung irgendwie anzusehen. Bei anderen Bands ist es natürlich durchaus eher so eine Herzenssache und eine starke Identifikation. Aber klar, erstmal, man begibt sich aktiv in die Rolle, um etwas darzustellen, was auch immer das dann sein mag. Wächst letztendlich auch aus dem Grund heraus, man will sich von anderen Musikgenres abgrenzen. Wenn man sich kurz überlegt, woher kommt Rockmusik? Rockmusik entstand so, wenn man so will, Mitte der 60er als Gegenbewegung zu klassischem Rock'n'Roll, zu Blues und vor allem zu den Hippies. Niemand mag Hippies in der Rockmusikszene. Warum? Bunt, fröhlich, Freiheit, Frieden, all das waren Themen. Dagegen wollten sich die Rocker abgrenzen, weil die gesagt haben, so Ende 60er, hey, es ist doch alles Mist hier. Wir haben Arbeitslosigkeit, wir haben den Vietnamkrieg und so weiter. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie Gesellschaftskritik mit freier Liebe üben, sondern wir müssen quasi darstellen, wie brutal eigentlich die Welt ist. Daher das Image mit dem Schwarzen, mit dem Leder, mit den Nieten, mit dieser ganzen aggressiven Grundhaltung gegen die Gesellschaft.
Und das wird natürlich bis heute irgendwo gepflegt. Also man will sich natürlich auch bewusst vielleicht von anderen Musikgenres abgrenzen, wenngleich das natürlich heutzutage teilweise sehr fließend ist. Wenn Sie sehen, dass beispielsweise so ein Mensch wie Florian Silbereisen auf einmal mit schwarzer Nietenlederjacke seinen Volksmusikstadl moderiert, dann wird es natürlich schwierig, sich doch abzugrenzen. Aber zumindest war das mal auch ein Grundanliegen der Abgrenzung, rein optisch, rein visuell, rein textlich. Das obere Motiv auf der textuellen Ebene ist natürlich immer Gesellschaftskritik. Also Rockmusik will Gesellschaft kritisieren. Sie will auf Missstände aufmerksam machen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich Gesellschaft mit dem konfrontiere, was sie verdrängt. Sprich, das Böse, das Unmenschliche, Missstände, Missbrauch. All das ist natürlich das höhere Ziel, um Gesellschaftskritik zu üben und damit eben insbesondere dieses Böse genau da zu thematisieren, um diese Bösartigkeiten, die in der Welt stattfinden, sichtbar zu machen. Also letztendlich spiegelt Rockmusik eigentlich nur das wider, was in der Gesellschaft eigentlich passiert und was wir aber so vielleicht im normalen Entertainment-Alltag auch gar nicht hören oder sehen wollen, weil man natürlich nicht permanent mit dem Leiden der Welt konfrontiert sein will. Rockmusik tut das aber. Damit einhergehen eben diese Thematisierung des Bösen, diese Flucht in die heile Welt, wie es andere Musikbranchen machen, das will Rockmusik natürlich nicht. Also Rockmusik geht genau den anderen Weg und sagt, nee, wir dürfen nicht quasi in die heile Welt flüchten, sondern wir müssen uns der Bösartigkeit stellen, die uns im Leben begegnet. Und genau das wird natürlich thematisiert. Und eben das, was wir gemeinhin als das Böse auch in der Welt sehen, sei das Tod, sei das Krankheit, sei das Krieg, das wird eben durch Rockmusik, wenn man so will, immanent gemacht, kritisiert, inszeniert. Und der Punkt der Sinnstiftung und des Seelenheils ist natürlich auf der Ebene des Persönlichen der entscheidende. Wir hatten vorhin im Filmvortrag diese These, dass Gewalt, Bösartigkeit im Film ein Element der Katharsis ist. Genau das ist es natürlich in der Rockmusik auch. Wenn Sie auf so einem Rockkonzert sind und sich 2 Stunden verausgaben und vielleicht sogar 2 Stunden in so einem Moshpit verbringen, danach sind Sie völlig clean. Also da ist jede Form von Aggressivität aus Ihnen raus. Da ist genau dieses Hören und Erleben von Rockmusik das katharische Element. Man glaubt ja immer, wenn man diese Musik hört, wird man aggressiv. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also genau deswegen hört man eigentlich die Musik, um irgendwo in gewisser Weise ja, man kann durchaus sagen, Seelenheil für sich zu gewinnen oder zu finden. Wenn Sie sich Fanbriefe von Fans an die Bands anschauen, dann finden Sie da genau diesen Bereich, wo immer beschrieben wird, eure Musik hilft mir, über meine Sorgen wegzukommen. Erst durch eure Musik werde ich irgendwie in meiner Seele fündig, wer ich bin. Eure Musik hilft mir irgendwie dahin zu kommen, wo ich immer hin wollte, hilft mir irgendwie Leiden zu überwinden. All das finden wir in diesem Bereich und das ist letztendlich der Bereich, wo es auch drauf ankommt. Sprich, was hilft diese Musik oder diese Thematisierung des Bösen im Speziellen dem Einzelnen? Der ganze Teil ist schön und gut, das passiert halt so außenrum. Aber das, warum die Fans letztendlich diese Musik kaufen, das liegt natürlich genau in diesem Bereich, weil genau diese Thematisierung des Bösen im Text, in der Darstellung ein Bedürfnis der Menschen erfüllt, dass es einen Mangel letztendlich behebt und einfach dementsprechend sinnstiftend oder seelenheilbringend sein kann. Ist für Außenstehende oft schwierig zu verstehen, aber das ist letztendlich das, was sie von jedem Fan hören, warum er genau solche Musik hört. Und natürlich, das bleibt nicht außen vor, das Ganze ist natürlich ein Vermarktungsinstrument. Ich kann natürlich mit diesem böse Image, mit diesem Bad-Band-Thema durchaus Kasse machen. Also Rammstein müssten jetzt nicht so auftreten, wie sie auftreten, um Geld zu verdienen, aber in dem Moment, wo sie natürlich sich in der Totenkutsche übers Brandenburger Tor ziehen lassen, wirkt das natürlich schon nochmal ein bisschen anders. Und dementsprechend nutzen Bands natürlich genau dieses Image des Bösen als Vermarktung. Ich habe es gerade schon gesagt. Und diese Funktion liegt natürlich auch daran, dass das Böse, wie haben wir es ja auch vorhin schon gehabt, in einer gewissen Weise sexy ist. Natürlich zieht das an. Warum auch immer das so sein mag, welche Urbedürfnisse das vielleicht bei dem einen oder anderen stellt, das überlassen wir dem Psychologen. Aber natürlich zieht dieses Image des Bösen, das ist ganz klar. Und diese Art auch der Coolness, warum vielleicht Jugendliche irgendwann anfangen, Heavy Metal zu hören, hat natürlich da auch seinen Reiz und das wird natürlich auf der Vermarktungsebene erstmal völlig ausgehöhlt. Da braucht man nicht drüber diskutieren.
Die Rezeption des Bösen im Heavy Metal, in der Rockmusik, hängt natürlich sehr stark damit zusammen, auf welche Funktionsweise ich mich beziehe. Weil genau diese Funktionsweise auf der individuellen Ebene kommt relativ selten vor. Vielmehr finden wir erstmal natürlich die mediale Rezeption. In dem Moment, wo Bands wie Böse Onkels, wie Rammstein, wie Metallica ein neues Album rausbringen, eine neue Show ankündigen, geht der mediale Aufschrei los. Warum? Es geht immer darum, Tabubrüche zu thematisieren und die Gefahren dieser Musik zu definieren. Sie können die Uhr danach stellen, wenn beispielsweise Freiwild im Frühjahr nach München kommen, das Feuilleton der Süddeutschen wird voll sein und warnen: Oh Gott, geht nicht zu dieser bösen Band, weil die verdirbt eure Kinder zu Nazis. All das wird medial erstmal aufbereitet und dementsprechend geht es in der medialen Rezeption des Bösen in der Rockmusik immer um die Tabus. Wenn Rammstein ein neues Album rausbringt, dann ist die Hauptfrage, welche Tabus brechen sie jetzt wieder? Und man versucht quasi genau diese bösen Themen und die Inszenierung des Bösen dann medial rauszuarbeiten. Für Feuilletonisten, für Musikredakteure ist sowas natürlich ein gefundenes Fressen. Über ein Helene Fischer-Konzert, ja, kann man jetzt nicht so viel sagen, da kann man sich nicht so erregen, aber diese öffentliche Erregung, die in den Medien natürlich oder gespiegelt wird, ist natürlich auch wiederum ein gewisses Stilmittel, wie sich die Bands inszenieren. Aber genau Tabus sind das Thema, worum sich der mediale Diskurs dreht, geht dann immer sehr schnell über den politischen Diskurs. Also Heavy Metal und Rockmusikalben gehen immer auch in die Richtung, naja, müssen wir unseren Jugendschutz verändern. Also diese FSK 18 Kennzeichnungen sind da immer ein Thema, welche Gewalt oder Brutalität darf man eigentlich Jugendlichen zumuten in der Musik, geht in die Richtung Film, sprich auch die Gefahr der Nachahmung, ich habe es vorhin schon gesagt, spielt da immer einher, also welche Obszönität darf ich eigentlich den Jugendlichen auch bei so einer Musik irgendwie, darf ich die aussetzen? Gerade Rammstein ist da immer auch wieder vorne dabei, wenn es um Indizierung geht, dass sie diverse Textzeilen nicht singen dürfen, weil böse. Gesellschaftlich führt das Ganze natürlich immer dazu, und das ist durchaus positiv zu sehen, dass wir moralische und ethische Debatten führen. Also die Frage, die Rockmusik oft aufwirft, ist durchaus dann die Frage, wie viel Bösartigkeit dürfen wir eigentlich der Menschheit zumuten? Genau das ist dann das Thema. Wie viel vertragen unsere Jugendlichen? Ist so eine Textzeile wie Stacheldraht im Hahnkanal irgendwas Bösartiges? Kann man das Jugendlichen unter 18 zumuten? Können die das reflektieren? Bis wohin dürfen wir Themen eigentlich setzen, die in den Bereich der Unmenschlichkeit gehen? Wenn Sie sich zum Beispiel den Fall des Kannibalen von Rothenburg nehmen. Den hat Rammstein ja durchaus auch vertont in dem Lied Mein Teil. Und da gab es dann eine Debatte darüber, naja, darf man darüber singen? Und lustigerweise hat der Kannibale von Rothenburg Rammstein sogar verklagt wegen Persönlichkeitsrechten, dass er quasi das alleinige Recht zur Erzählung seiner Kannibalengeschichte hat und Rammstein das nicht machen darf. Also aber da ging die Diskussion los, wie viel Kannibalismus haben wir eigentlich in unserer Gesellschaft? Wenn Sie beispielsweise den Fritzl in Österreich nehmen, der die Kinder da eingesperrt hat, auch das wurde natürlich von Bands verwurstet, wo es auch darum geht, naja, darf man eigentlich dieses Leid der Kinder A so thematisieren und B, wie viele solche Fritzls wohnen eigentlich noch in Deutschland oder in Österreich, die irgendwen im Keller verstecken. Also sehr viele Themen werden durch Rockmusik oder durch solche Bands erstmal wieder dann auch gesellschaftlich gespiegelt. Sie verschwinden dann eben nicht in der Tagesschau, sondern werden auf einmal umgesetzt und führen dann genau zu diesen Debatten, naja, wie viel Bösartigkeit ist eigentlich in unserer Welt? Wie stark können wir auf der künstlerischen Seite diese Bösartigkeit ausreizen? Und dementsprechend diese Rezeption auf Gesellschaftsebene unglaublich wichtig, wenn wir uns über Grenzen des Moralischen und Bösen eigentlich unterhalten wollen. Kommerziell, ich habe es gesagt, wird auch das natürlich genauso rezeptiert und diese böse Ästhetik, die permanent dargestellt wird, wird natürlich als Marke inszeniert und dementsprechend auch durchaus von, sagen wir mal, wirtschaftlicher Seite gewürdigt. Also man kann sich durchaus viel in der Rockmusik abschauen, wie man so eine Marke macht. Auf der künstlerischen Rezeptionsebene ist es natürlich so, und das ist jetzt nicht unbedingt Rockmusik genuin, sondern betrifft, glaube ich, die ganze Kunst immer die Frage, wo sind die Grenzen? Also wie weit darf ich mit meiner Kunst gehen? Darf ich eine lebendige Kuh an einem Haken in einem Museum aufhängen? Ist das Kunst oder nicht? Ähnliches finden wir letztendlich in der Rockmusik. Also wie brutal darf eine Bühnenshow sein. Auch Bühnenshows werden immer wieder indiziert, weil man sagt, okay, das ist jetzt an der Grenze des guten Geschmacks.
Auch wieder natürlich Stichwort Rammstein, die schon diverse Male in den USA beispielsweise für eine Nacht in den Knast mussten, weil sie sowas wie Masturbation auf der Bühne gezeigt haben. Also auch das war dann denen zu viel, das war nicht mehr tragbar, wäre jetzt bei uns in Deutschland nicht der Fall, aber eben genau die Grenze, wie weit kann ich die Bösartigkeiten auf einer Bühne inszenieren oder auch in einem Museum, im Film, in der Musik spielt letztendlich keine Rolle, aber genau dieses Ausloten der Grenzen, ist da ein Riesenthema. Sie kennen das vielleicht auch aus dem Theater, wo man sich immer wieder die Frage stellt, wie pervers muss eine Darstellung eigentlich sein, wie viel Nacktheit verträgt Theater. All das wird natürlich auch auf das Böse zutreffen und auf die Inszenierung des Bösen und natürlich auf die Rockmusik. Und zuletzt natürlich wiederum die Rezeption auf der individuellen Ebene. Warum hören einzelne Menschen das? Und das immer genau bei der Funktion, dass das Individuum eben diese Rezeption von Rockmusik primär aus dem Grund hat, dass es eine Alltagsflucht quasi nicht zwingend ablehnt, sondern eben diese seelsorgerischen Aspekte in sich trägt. Und dass man eben genau das Glück im Bösen sucht, sprich das Gute im Bösen, um eben vielleicht eigene Probleme zu verarbeiten und sich dann vielleicht auch mit dem Sänger und so weiter identifiziert, der vielleicht dieselben Probleme gehabt hat. Wenn man an die bösen Onkels denkt, der Sänger war jahrelang heroinabhängig und für ganz viele Fans war das ein Vorbild, von diesem Ganzen wegzukommen. All das finden wir letztendlich auf der individuellen Ebene, wo das Ganze durchaus dann einen positiven Effekt haben kann, weil das Negative thematisiert wird. Abschließend drei Thesen, die ich zu diesem Bösen aus einer anderen soziologischen Sicht darstellen will, die durchaus, glaube ich, diskussionswürdig sind, aber die man mit Sicherheit mal andiskutieren kann. Erstens, die Art, wie das Böse inszeniert wird oder die Formen der Inszenierungen in der Rockmusik sind unglaublich konservativ. Sprich, wir benutzen traditionelle Methoden in der Performance und in den Texten. Warum? Was als Böses quasi inszeniert wird in der Rockmusik, ist letztendlich immer mit derselben Methode oder funktioniert mit derselben Methode. Wir sind irgendwie seit 40 Jahren schwarz gekleidet, der Totenkopf hat sich nicht wirklich verändert. Die möglichst plakative Darstellung des Bösen ist eigentlich immer dieselbe. Vielleicht wird es mal ein bisschen lyrischer oder poetischer, wenn man sich solche Bands aus dem Bereich des Dark Wave zum Beispiel nimmt oder auch Rammstein nimmt, die jetzt versuchen nicht mehr zu schreien, alles ist scheiße, sondern das kann man auch anders vielleicht thematisieren. Aber letztendlich geht es immer darum, wir inszenieren eigentlich seit 40, 50 Jahren dasselbe Image mit denselben Methoden. Feuer, Schwarz, Aggressivität, böses Auftreten, all das ist durchaus was, wenn man so will, sehr Konservatives. Man geht jetzt keine neuen Wege. Sie werden jetzt beispielsweise keine Heavy-Metal-Band finden, die auf einmal in Neon-Batik-Hosen auf die Bühne kommt und und dadurch vielleicht irgendwie versucht, was Böses zu inszenieren. Das funktioniert nicht. Sprich, die Art und Weise, wie das Böse inszeniert wird, sind im Gegensatz zum Film hier schon durchaus beschränkt. Das mag durch die Sprache sowieso per se eingeschränkt sein, aber eben auch diese Art der Darstellung ist eigentlich ziemlich, ja, konservativ, sprich nicht extrem progressiv, sprich sehr traditionell, mit denselben Methoden weiterarbeitend. Und das Ganze wird sich vermutlich auch nicht so schnell ändern. Umgekehrt finden wir aber eine ganz andere Struktur, was quasi aus der Innenperspektive der Rockmusik böse ist. Nämlich, dass natürlich alles, was traditionell und konservativ ist, aus Sicht der Rockmusik natürlich böse ist. Und das ist genau dieses, sagen wir mal, durchaus Paradox, das wir in der Rockmusik finden, dass sie unglaublich viel konservative Strukturen in sich trägt, dass sie unglaublich konservativ arbeitet. Ich unterstelle eigentlich jedem Rocker, dass er zu 70% CSU-CDU-Wähler ist, wenn nicht noch mehr konservativ. Aber dass genau dieses eigene Konservatistische, das man in sich trägt, sei das in der Fankultur, sei das in der Musik, sei das in den Themensetzungen, das wird nicht als solches gesehen. Im Gegenteil, man versucht sich genau dagegen eigentlich abzugrenzen und das als das Böse zu stilisieren, gegen das man eigentlich ist. Dementsprechend diese ja, wirklich paradoxe Struktur, dass man extrem stark konservativ handelt, selber ist, seine eigene Rockmusikkultur als solche lebt, die man aber eigentlich ablehnt. Warum, wenn man es auch nicht als solches reflektiert? Wenn ich den Vortrag rein über diese konservativen Strukturen halte und man hat dann so 30, 40 Metal-Fans vor sich, denen sagt man dann, hey, ihr seid eigentlich urkonservativ, das hören die jetzt nicht so gern.
Also im Gegenteil, weil das wird eigentlich ja genau strikt abgelehnt und tatsächlich als der Feind oder das Böse für die Rockmusik bezeichnet, obwohl man es eigentlich selbst inszeniert. Und zuletzt ist natürlich auch die Inszenierung als Art von dem Bösen relativ konservativ. Also es gibt eigentlich nichts darüber hinaus, wie sich Rockmusik selber inszeniert. Also ohne das Böse, was wären wir dann? Sprich, tatsächlich diese Frage, ist Rockmusik ohne das Böse überhaupt noch Rockmusik? Oder sind wir dann eigentlich Schlager? Also gibt es eine Rockmusik außerhalb des Bösen? Und da bin ich mir nicht so sicher, ob dann noch was übrig bliebe oder ob wir dann vielleicht Klassik werden, weil wir nur noch Melodien haben. Oder sind wir dann Schlager oder Pop? Man weiß es nicht genau, aber es gibt nur das Böse als unsere Formel, mit denen wir eigentlich Rockmusik überhaupt am Leben erhalten können. Und das ist vielleicht auch kein positiver Befund, aber ich glaube, das ist ein Befund, den man treffen kann. Um Rockmusik oder den Kern der Rockmusik rauszufiltern, dass eben genau das Böse wiederum in allen Formen, wie wir es jetzt gesehen haben, eigentlich die Antriebsfeder ist, warum es Rockmusik gibt und ohne Böse wäre es keine Rockmusik. Abschließend ein paar Zitate, natürlich nicht wissenschaftlicher Art, sondern von Menschen außer Victor Hugo vielleicht, die was zu sagen haben. Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber es unmöglich ist zu schweigen. Genau das ist vielleicht das Thema der Rockmusik, dass man das, was man eigentlich nicht sagen kann, versucht in einer gewissen Weise auszudrücken. Leiden, Schmerz, Trauer, Kummer und so weiter und so fort. Trifft vielleicht auf Rockmusik sogar ziemlich gut zu. Noch viel besser trifft zu, ich kann nicht so viel Musik von Wagner anhören, ich hätte sonst den Drang, Polen zu erobern. Von Woody Allen, ein sehr spannendes Zitat, was jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die Rockmusik zutrifft, aber was vielleicht beschreibt, dass auch vielleicht andere Musikarten durchaus zu bösen Handlungen motivieren können, was Rockmusik eben gar nicht tut. Zitat, if heavy metal bands ruled the world, we'd be a lot better off. Sprich, mehr Heavy Metal wird der Welt in ihrer Friedlichkeit sehr gut tun. Von dem größten Metal-Philosophen, den wir haben, Bruce Dickinson, Frontsänger von Iron Maiden, eine der erfolgreichsten Heavy Metal-Bands. Und natürlich das Zitat, was vielleicht dann ein bisschen konfrontativ ist, aber genau auch diese böse Haltung von Heavy Metal ausdrückt. Im Pop ging es darum zu sagen, fuck me. Im Rock geht es darum, fuck you zu sagen. Chrissie Hynde, die Sängerin der Pretenders aus den 70ern schon. Und mein Lieblingszitat, das niemandem zuzuschreiben ist, aber das letztendlich auch dieses Image, dass Rockmusik so böse eigentlich ist und zu Aggressivität verleitet, völlig ad absurdum führt. Wer Luftgitarre spielt, kann keine Waffe halten. Dementsprechend Rockmusik als ein friedensstiftendes Element, das aber ohne tatsächlich das Böse zu thematisieren, nicht funktionieren würde. Vielen Dank.